So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Diesmal aus lang vergessener Remaster-Zeit. Ich habe nochmal einen Timespire Remaster Draft Booster. Nicht original Timespire, aber Timespire Remastered. Hier sind diese Old-Border-Karten drin, die teilweise richtig teuer sein können. Und ja, gucken wir uns das Produkt mal an. Oh, von wann ist das? Anfang 2021 müsste es sein, oder? Hier steht sogar dran. Timespire Remastered Cards 1 bis 410. Es sind 410 Karten. Okay. Oh, es steht sogar wirklich mittlerweile drauf. Das ist krass. So, ja. Alles durch die Gegend geworfen. Alles kaputt. Alles doof. Alles kacke. Gucken wir uns mal an. Wir haben Grinning Ignos. 3-Mana-2-2. Für ein rotes kann man den zurück auf die Hand nehmen und kriegt 3 Mana. Kann man nur wie eine Sorcery benutzen. Habe ich jetzt auch schon gesehen, wie damit Leute gecombot haben. Das ist mal ziemlich unfair. Ja, weil man kann ihn selber immer wieder casten, wenn man ein rotes mehr bezahlt. Und das macht halt ziemlich viel Damage. Rati Trapper, 2-Mana-1-2. Der hatte früher so einen, diesen Time-Shifted-Rahmen. Der hatte einen Future-Shifted-Rahmen. Also ich finde es schade, dass sie die Rahmen nicht geändert haben. Ist ein 1-2er Human Rebel Rogue, der halt sagt, für ein schwarzes Tappen Tap-Tag Creature. Lustigerweise hier, das könnte von mir aus so ein kleiner Bilbo sein oder so ein kleiner Herr der Ringe-Typ. Und das hier so ein, ja. Diese Szene ist ja relativ bekannt. Tolarian Sentinel, 4-Mana-1-3 fliegend, für ein blaues Tappen, werfen eine Karte ab und bringen eine Kreatur, nee, permanentes Zug auf die Hand. Nicht mal ein Non-Land, einfach ein permanentes. Wow. Das ist strong. Benalish Cavalry. 2-Mana-2-2 mit Flanking. Oh mein Gott, Flanking. Immer wenn diese Kreatur eine Kreatur von einer Kreatur geblockt wird, die kein Flanking hat, kriegt die Kreatur, die blockt, erstmal -1/-1. Hammer. Durk Wood Baller. 6-Mana-5-5 für ein grünes mit Suspend 5, also man legt die mit 5 Suspend-Marken raus. Zumindest für ein Songsman geht eine Marke runter und dann kriegt man den mit Island Spiel nach 5 Runden. Deep Cavern Imp. Die kenne ich gar nicht. Imp Rebel. 3-Mana-2-2 Flying Eile Echo. Also man muss eine Handkarte abwerfen, nicht Zug. Cool. Prisma Plasma. Das war normalerweise ein Color Shifted, glaube ich. 4-Mana-XX. Die kann entweder als 3-3, 2-2 Flieger oder 1-6 Defender ins Spiel kommen. Coole Karte. Watcher Sliver. Ach, Sliver. Ich hab sie vermisst. 4-Mana-2-2. Alle Sliver haben +0/+2. Rift Elemental. Für ein rotes Mana, für 2 Mana nehmen wir einen Timecounter vom Permanenten, was wir kontrollieren und oder von einer suspendierten Karte. Okay. Gibt es mehr Timecounter als von einer suspendierten Karte? Ich bin gerade verwirrt. Egal. Dann kriegt die +2/+0. Virulent Sliver. Der hatte den Future Run. 1-Mana-1-1. Alle Sliver haben Poisonous 1. Poison kennt man ja. Dun Rider Outlaws. Unsere erste Ankamen. 2-Mana-1-1. Schutz vor Grün. Und zu Beginn des Endsteps, wenn er eine Damage im Gegner zugefügt hat, legt man dann +1/+1 mal drauf. Kenne ich auch nicht. Es gibt ein paar Karten davon, die ich anscheinend echt nicht kenne. Pognify, in Deutsch Verarfung. Sehr coole Karte. Ein blaues Mana wird zerstörende Kreatur. Sie kann nicht regeneriert werden. Und der Beherrscher kriegt einen 3-3-Affen. Wurde in, ich glaube, Strixhaven getoppt. Für 2 Mana kann man eine Karte Kreatur oder ein Artefakt exilen. Und der Beherrscher kriegt einen 4-4. Und Conflagrate, die hat man sehr lange sehr viele Modern gespielt. Ein rotes und Doppel-X führt X Schaden zu, kann man aussuchen, wie man das möchte, wie man das verteilt. Oder eben für Doppelrot und Discard X Flashbacken, also zum Friedhofkasten. Dann haben wir unsere Rare, ist ein Swarm Yard. Tappen für ein farbloses oder tappen, man regeneriert eine Insekt, Ratte, Spinne oder ein Eichhörnchen. Eichhörnchen! Und wir haben, was bist du denn? Contagion Class. 2 Mana Artefakt, wenn das Spiel kommt, legen wir eine -1/-1 Marke auf eine Kreatur für 4 Mana Proliferaten. Die ist aus Mirrodin Besieged? New Phyrexia? Irgendwie aus dieser Zeit. Coole Karte. Coole Karte und ein echt cooler Soldier. Ich mag das Art vom Soldier. Ja, das war's. Timespire Remastered Booster. Ich mag die Booster. Sie sind halt unendlich teuer, weil Wizards damals einfach viel zu wenig geprintet hat. Aber die sind wirklich cool. Sind wirklich, wirklich cool. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.